It's so good to be in the house of the Lord. So wunderbar, in dem Haus des Herrn zu sein. I just want to greet you, those are watching through the live stream. Und ich möchte diese grüßen, die auch jetzt heute zuschauen per Livestream. I really appreciate you have taken your time and you're sitting on, maybe you're sitting on your couch or I don't know where, but you're at home and you're watching. Und ich schätze das, dass du dir Zeit nimmst heute, dass du dich hinsetzt auf deine Couch vielleicht und jetzt diesen Gottesdienst miterlebst. And I just want to welcome all those are here in the house of the Lord. Und ich möchte alle diese willkommen heißen, die jetzt hier im Hause des Herrn sind. I remember the when the scripture says that somebody said to the King David, "Let us go into the house of the Lord." Einer hatte dem König David gesagt, "Komm, lass uns in das Haus des Herrn gehen." And then the David, when he heard that word, and his heart was jumped with the joy because he was longing to be in the house of the Lord. Als David diese Worte hörte, dann sprang sein Herz voller Freude, denn er wollte in dem Hause des Herrn sein. Yeah, after 3 weeks later, we are into the house of the Lord now. Also, es ist mehr als 3 Wochen her, dass wir wieder hier im Hause Präsenz Gottesdienste haben. Personally, I want to say thanks to the Lord for his strength, which he has given me during this quarantine. Und ich möchte wirklich dem Herrn Dank sagen, dass er mir die Stärke gegeben hat, durch diese Wochen durchzugehen. Ich war in Quarantäne gewesen. Of course, I was fighting with the corona, and of course, I didn't have the breathing problem, but I had for a long time the fever. Okay, ich hatte natürlich meine Kämpfe. Ich war ja Corona positiv und hatte jetzt keine Atemprobleme, aber Fieber und andere Schmerzen. Yeah, and then I was feeling really weak. Und ich war dann richtig schwach gewesen. And I was thinking, Lord, I will be able to stand and to preach the word. Und ich habe mich dann gefragt, Herr, dieser Termin ist da, werde ich es schaffen, bis zu dem Tag hier zu stehen und dein Wort in Kraft zu predigen? And I want to say thanks to the God's healing power on my body. Und ich danke dem Herrn, dass er mir Kraft für meinen Leib und Körper gegeben hat. Since 4 days, I am fit and I am really active now. Seit 4 Tagen darf ich sagen, mir geht's wieder gut. Ich bin aktiv, ich bin lebendig. And I start to meditate what the Lord has given in my heart for today. Und ich habe dann darüber nachgedacht, Herr, was möchtest du heute uns sagen? And the Lord put it something in my heart, which I'm going to share this morning. Und er hat etwas auf mein Herz gelegt, was ich heute Morgen euch zeigen möchte. The word says, who has a ear, let him hear what the Spirit says. Und das Wort sagt, der Ohren hat, lass ihn hören, was das Wort zu sagen hat. Let us hear the voice of the Holy Spirit. Lass uns die Stimme des Heiligen Geistes hören. What he want to say to the church. Was seiner Gemeinde sagen möchte. My topic is for this morning. Und lest meinen Titel. Decision that brings you to your destiny. Die Entscheidung, die dich zu deiner Bestimmung bringt. Decision that brings you to your destiny. Oder deine Wahl, die dein Los, deine Bestimmung dann auch dich dahin führt. Everyone has the freedom of choice. Nur jeder hat die Freiheit zu wählen. And we all make a decision. We all make a choice. Und wir alle machen eine Entscheidung. Wir treffen eine Wahl. The question is, what kind of decision, what kind of choice we are making? Die Frage ist nur, welche Wahl, welche Entscheidung treffen wir? Does your decisions take you to your destiny which God has prepared? Bringen deine Entscheidungen dich dahin zu deiner Bestimmung, die Gott für dich eigentlich hat? When we go in the Old Testament, Deuteronomy chapter 30, verse 19 says. In 5. Mose. Chapter 30, verse. Das ist Kapitel 30 und dann Vers 19. It says, God set before the people life and death. Da hat Gott vor sein Volk gelegt, was zum Leben und was zum Tode führt. Blessing and curse. Segen und Fluch.
And then, you know, and God wanted his people to choose the life. Und er hat seinem Volk die Wahl gegeben, dass sie wählen, ja, dass sie aber auch Leben wählen. And he wanted his people to choose the blessing. Ja, er wollte, dass sein Volk sich für den Segen entscheidet. How does we can have the life and blessing? Und wie können wir dann leben? Wie können wir Segen erben? Only when we choose the right decision when we take it. Es ist nur dann, wenn wir die richtige Entscheidung treffen. And today I have taken the story from the book of Ruth. Ich nehme heute die Geschichte aus dem Buch Ruth. Let us read Ruth chapter 1 verse 15 and 16. Und hier die Verse 15 und 16 aus Kapitel 1. And it says here, wo es heißt, Luke said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her God. Naomi redete ihr zu, du siehst deine Schwägerin, kehrt heim zu ihrem Volk und ihrem Gott, folge ihr doch. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you and to turn back from you. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God. Denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Let us a little bit go back to the history of book of Ruth. Wir wollen ein bisschen zurückgehen in die Geschichte des Buches Ruth. The book of Ruth take place during the time of judges. Das Buch Ruth, das spielt ja in der Zeit der Richter. The time when there were no king in Israel and everyone did what is the right in their eyes. Das heißt, dass es in der Zeit kein König in dem Volk Israel gab. Und dann jeder tat, wie ihm gut dünken war. And when we read Judges 21, verse 25, im Richter Kapitel 21, Vers 25 können wir das nachlesen. It says here, in those days Israel had no king. Everyone did as they saw fit. In solchen Tagen hatte Israel keinen König und jeder machte es so, wie er das für richtig fand. Whatever they feel, oh, maybe this is right, and they have done. So wie sie das selber sich zurechtgelegt haben, so haben sie es gemacht. As the book of Ruth begins, Israel was at the one of the lowest point in the history. Und danach kommt das Buch Ruth, und in dieser Zeit können wir sehen, die Israel war am niedrigsten Punkt ihrer Geschichte angekommen. Because the Israelites were living in unbelief, disobedient. In fact, they lived simply for themselves. Israel war im Unglauben, sie waren im Ungehorsam, ja. Letztendlich haben sie gerade für sich selbst gelebt. In today's term. Nun, wir denken natürlich in unsere heutige Zeit. People, they live for themselves. Wo Menschen für sich selber leben. They're looking for the freedom. What is my likeness? What I like, I want to do. Und jeder schaut nach seiner Freiheit. Kann ich genug haben davon? Ich will, was ich will. But the word of God doesn't say like that. Aber das Wort Gottes redet nicht davon. Yes, we have freedom. Ja, es gibt eine Freiheit. But freedom in our spirit, in our soul. Aber diese Freiheit muss die Freiheit in unserem Geist, ja, in unserer Seele sein. We need to live according to the word of God. Und die hast du dann, wenn du gemäß dem Wort Gottes lebst. Here we see, because of their choice, they will not enjoy the benefit what God has blessed. Hier mit dem Volk Israel sehen wir, weil sie gewisse Entscheidungen nach gut dünken gemacht haben, konnten sie ja gar nicht das genießen, was Gott für sie hatte. When we go into the story, wenn wir dann in diese Geschichte weitergehen, it says Elimelech, Naomi's husband, made the choice to move his family from the Bethlehem to Moab. Hier ist Elimelech, hatte seine Familie genommen, seine Frau Naomi und seine zwei Söhne und ist von Israel ausgezogen in das Land Moab. And this, the history tells
Those two countries, Israel and Moab, were the arch enemy. Nun, die Geschichte sagt uns, dass Israel und Moab, die zwei, die waren wie Erzfeinde. Who were the Moabites? Wer waren denn diese Moabiter? Bible says Moabites were the descended from the Lut's ancestors, union with his first daughter. Und die Moabiter, die kommen eigentlich von Lot, das heißt Lot, der ja so eine incestöse Gemeinschaft hatte mit seiner Tochter. Und daraus kam dieses Volk Moab. Which you can read Genesis chapter 19, verse 30. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 19. And the second thing is during the time when the Israelites was 40 years in desert, at the time Moab had caused Israel the great harm. Und dann gibt es diese Zeit, wo Israel aus Ägypten kam und diese 40 Jahre durch die Wüste ging. Und es war in dieser Zeit, wo gerade das Land und das Volk Moab den Israeliten unheimlich viel Mühe machte, ja, sie schädigte. But when we see in this story, the Elimelech was literally moving his family from into the enemy's territory. Und was macht jetzt dieser Elimelech? Er nimmt seine Familie und geht mit ihnen in dieses Territorium des Feindes. And he was not placing his faith in God. Er hat seinen Glauben also nicht in Gott gesetzt. He was not trusting him. Er hat ihm nicht vertraut. But instead he decided to move from God's blessing, God's protection. Er hat sich also entschieden, aus diesen Segnungen Gottes herauszugehen. Er blieb nicht in Gottes Plan. And out of the God's will. Er ist also aus dem Willen Gottes herausgegangen. Elimelech decided to live his life by sight, not by faith. Elimelech hat also ganz klar sein Leben gelebt, gemäß dem, was er sah, und nicht mit Glauben. The story goes further. Und die Geschichte geht dann weiter. He took his wife Naomi and his two sons to settle in Moab. Er ist nicht nur dahin gereist, sondern er hat sich auch dort niedergelassen mit seiner Familie, seiner Frau und seinen zwei Söhnen. And their two sons grew up among the Moabites. Und so sind diese zwei Söhne dann herangewachsen unter diesem moabitischen Volk. And they start to begin to adopt the culture from the Moab. Dann lernen sie die Kultur und adaptieren sich zu dieser Kultur. And then compromise with their faith. Und haben ihren Glauben haben Kompromisse gemacht. So far it looked good, the family was good and doing everything. Naja, soweit schaute alles gut aus, Familie geht vorwärts. Bible says sometime later the Elimelech died. Aber dann, einige Zeit später, da stirbt der Vater der Elimelech. And Naomi become a widow. Naomi wird zu einer Witwe. Yes, she was broken because she lost her husband. Sie war gebrochen, klar, sie hat ihren Mann verloren. But still she had the two sons. Ja, aber sie hatte ja noch zwei Söhne. Mahlon and Kilion. Mahlon und Kilion. Those they can look after her. Oh ja, die können sie ja versorgen. And they grown up, they both sons they grown up. Und so sind sie erwachsen geworden, diese zwei. And they got married to the Moabites. Wen haben sie geheiratet? Frauen von Moab. Ruth and Orpah. Ruth und Orpah hießen sie. The Bible tells further that the tragedy continued in this family. Aber die Tragödie hat nicht aufgehört für diese Familie. The both son died. Beide Söhne starben. Now the Naomi was more broken. Naomi war jetzt zerschmettert. Not only she was broken, but she was bitter. Sie wurde bitter in ihren Zerbrochenheit. But then she was left alone in her family. Jetzt war sie die einzige übrig von ihrer Familie. While there was no any grandchild as well. Da war noch nicht einmal ein Enkelkind da. Here is the turning point. Und da ist der Wendepunkt für Naomi. Her choice, her decision. Und jetzt geht es um ihre Entscheidung. And the Bible says, this was the time that Naomi decided to go back to the Bethlehem. Und da entscheidet sich Naomi, sie wird zurückgehen nach Bethlehem. And the time
time of a darkness time for her life. In dieser dunkelsten Zeit ihres Lebens. In the time of brokenness. In dieser Zeit der Zerbrochenheit. In the time of bitterness. In dieser Zeit von Bitterkeit. In the time of depression. Und einer Zeit der Depression. She remember her land. Da erinnert sie sich an she ihr Land. Remember her people. Ihr Volk. She remember her God. Sie erinnert sich an ihren Gott. And this is the time she had made the right decision. Und da macht sie eine richtige Entscheidung. She wanted to go back to her town. Zurück in ihre Heimatstadt. And then she heard that God is start to provide for her people in Bethlehem. Erst dann hört sie, dass eigentlich in ihrer Heimatstadt in Bethlehem, dass es den Leuten ja gut geht. And she start to think about her land. Und dann denkt sie über ihr Land, über ihr Volk wieder nach. And she the love start to grow in her heart. Ihre Liebe ist wieder geweckt für in ihrem Herzen. The longing start to grow in her heart. Ihr Verlangen, da zurückzugehen. And then she called her daughter-in-laws. Nun, ihre Schwiegertöchter, die waren ja noch bei ihr. And then she told her plan. Hat sie gerufen und hat ihnen ihr Plan erzählt. And she said to them, und hat ihnen gesagt, my daughters, ihr lieben Töchter, let's you both can go back to your mother's house. Am besten geht ihr wieder zurück zum Haus eurer Mutter. You guys are still young. Ihr seid ja noch jung. And you can get married and to settle. Dann könnt ihr noch mal heiraten, dann könnt ihr Familie haben. And then the story goes further. The one of her daughter-in-law, Orpah, she accepted Naomi's decision. Eine von den zwei, sie hieß Orpah. Und die hat das angenommen, diese Entscheidung ist gut. And then she go back to her her people and her God. Und so ging sie zurück zu ihrer Familie, ihr Volk, ihre Religion. But we learn from the Ruth's decision here. Aber wie war es mit Ruth und ihrer Entscheidung? Ruth made a surprising decision. Ruth machte jetzt eine Entscheidung, die absolut überraschend war. And this morning we going to learn and we going to take the lesson from the Ruth's decision. Und heute Morgen möchten wir eine Lektion für uns ziehen von dieser Entscheidung, die Ruth gemacht hat. In this book of Ruth there are so many lessons we can learn from that. Und in diesem Buch Ruth, da gibt es wirklich einige Lektionen. Da kannst du toll davon lernen. But the few things we're going to learn this morning. Nun, ein paar Dinge, die wir heute Morgen lernen wollen. Which God has, the Holy Spirit highlighted to me. Die der Heilige Geist mir gezeigt hat. The first thing is und das Erste, was wir lernen wollen. Ruth decided to leave her own religion. Die Ruth, sie hat sich entschieden, sie hat die Wahl getroffen, sie verlässt ihre Religion. When we read Ruth chapter 1 verse 15. Und dann nochmal lesen wir aus Vers 15, Ruth 1, 15. It says here, look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her God. Naomi redete ihr zu, du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und ihrem Gott. Folge ihr doch. The Bible says that Moab was the pagan land. Nun, Moab war also das Land von Heiden. Moabites used to worship Chemosh. Und die Moabiter, die haben einen Gott namens Chemosh angebetet. Yeah, they're the chief god. Und das war der Hauptgott. Among the all the other gods. Und dann gab es noch andere Götter, die sie haben. As the idol worshipper, they had no understanding about the leaving the relationship sie with God. Sie waren Götzendiener und sie hatten keine Erfahrung, keine Ahnung von einer lebendigen Beziehung mit Gott. They were spiritual blind. Sie waren geistig blind. And this is the situation is not new for me. Nun, für mich ist so eine Situation gar nicht neu. I have come from the land where there is a 33 million God and goddess. Ich komme von einem Land, da gibt es insgesamt 33 Millionen Götter und Götzen. People they worship all sorts of things. Wo Menschen alles Mögliche anbeten. When you think, when you look to them, you know, you think they are crazy. Yes, they are blinded. Und wenn du das dann siehst, dann denkst du, die Leute sind ja verrückt, die sind total verblendet.
And Ruth has come from that kind of the land. Ruth kommt von so einem Land des Götzendienstes. Ruth herself grown up among the pagan religion. Ruth ist mit dieser heidnischen Religion aufgewachsen. But she stopped having any attachment of with this God. Aber irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo sie sich abgehängt hat von dem und nichts mehr damit tun wollte. And she understood these idols are not nothing but man-made items. Ein Punkt, wo sie feststellte, diese Götzen, das sind nichts, das sind handgemacht. How does her eyes has been opened? Wie kam es, dass ihre Augen geöffnet wurden? How does she can understand the truth? Wie kam es, dass sie die Wahrheit sehen konnte? Ruth has been attracted to the gods of Naomi. Die Ruth war irgendwie angezogen zu diesem Gott, von dem Naomi sprach. She may have heard the many stories from the Naomi. Bestimmt hat sie von Naomi einige der Geschichten Israels gehört. How the Almighty God has brought the people from the out of Egypt. Wie der Allmächtige sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. How did he did the sign and wonders among his people? Wie es Zeichen und Wunder gab unter seinem Volk. How he has provided, how he has protected them. Wie Gott sie bewahrt hat, wie Gott sie versorgt hat. The God Almighty was among his people. Dieser Gott der Allmächtige, er war gegenwärtig unter seinem Volk. And so many more, the story of faith. Und viele, viele andere Geschichten des Glaubens. No doubt, when the Ruth she heard this story, her faith start to grow in her. Und es kann Zweifel, als Ruth immer wieder diese Geschichten hörte und annahm, dass Glaube in ihrem Herzen wuchs. And she allowed her heart to be drawn to God, who loves his people. Sie hat es erlaubt, dass ihr Herz zugezogen wurde zu diesem Gott. Ruth finally turned from the dead religion to the living relationship with God. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sie abgewendet hat von dieser toten Religion und sich zugewendet hat zu dem lebendigen Gott. That is the reason she boldly she declared here. Und dann kommt sie zu diesem Punkt, wo sie ganz mit Überzeugung, mit Mut diese Erklärung macht. And she said here, wo sie sagt, your God will be my God. Dein Gott ist mein Gott. This is not just the word, but it was her decision. It was her declaration. Das ist nicht nur Worte, das ist ihre Entscheidung, das ist ihre Erklärung, die sie abgibt. She knew what she is speaking to. Und sie wusste, was sie hier sagt. What a statement! It was not only Naomi's God, but now she has received it by God. Jetzt war es nicht nur Naomi's Gott. Nein, sie sagte, es ist mein Gott. Before she can give the center place in her life to the living God, she has to deal with whatever the idols was in her heart. Aber bevor sie Gott diesen Platz in ihrem Herzen geben kann, dieses Zentrum in ihrem Herzen, ist es wichtig, dass sie mit den ganzen Götzen absolut abschließt. So she can invite the living God into our heart. Damit dieser lebendige Gott hier den Thron auf dem Herzen nehmen kann. Let the Yahweh will be her God completely 100%. Dass Yahweh ihr Gott 100% ist. She can embrace the living God. Dass sie diesen lebendigen Gott wirklich umarmen kann. She can embrace that faith completely. Dass sie diesen Glauben 100% umarmen kann. That she should not compromise with anything else. Das sollte kein Kompromiss mit irgendetwas sein. Because she decided for the living God in her life. Sie hat sich entschieden für den lebendigen Gott. She doesn't want to give anything to anyone, only to God. Und sie wollte nichts von diesem Platz an irgendetwas anderes geben, außer nur Gott. The question is today for us. Und diese Frage müssen wir uns heute stellen. There is any other idols in our life? Gibt es da noch Dinge? Gibt es da irgendwelche Götzen in unserem Leben? Which is taking the God's place. Götzen, die diesen Platz einnehmen, wo eigentlich Gott sein sollte? Yeah, you may be thinking, yes, we are living and growing up into the to the land which is not the pagan land. Du denkst, wir sind doch in einem Land, bei uns gibt es doch keine Götzen.
We are not worshiping the idols. Wir haben da solche Dinge nicht da, wie so Götzenstatuen. We have to be very careful. Aber lasst uns vorsichtig sein. Enemy is very clever. Denn der Feind ist sehr clever. He brings various things into our life, ja, like idols. Er bringt Dinge in unser Leben, die wirklich den Platz eines Idols oder eines Götzen einnehmen. Who takes the place of our God? Der diesen Platz einnimmt, wo Gott sein sollte. Whose belongs to, that our heart is belongs to God. Nummer eins, das ist unser Herz, und unser Herz, das sollte Gottes sein. Our time is belongs to God. Deine Zeit gehört zuerst Gott. Our finances belongs to the Lord. Und die Finanzen, auch sie gehören Gott. What about your hobby? Wie sieht es aus mit deinen Hobbys? What about your house, car? Oder dein Haus, dein Auto und dergleichen? Yes, these are not bad. We all need these things. Das sind Dinge, die wir brauchen, ja. The question is this morning. Aber die Frage, die wir stellen heute Morgen. How much time we are spending in God's presence? Gibst du wirklich auch diese Zeit in Gottes Gegenwart? God is a God of relationship. Denn Gott ist ja ein Gott der Beziehungen. Do we are spending time with the Lord? Verbringen wir diese Zeit mit dem Herrn? Ask ourselves the question: What was the time I have spent with Him, with the prayer and the Word of God, with the worship? Frag dich selbst diese Frage: Hast du wirklich so viel Zeit auch für den Herrn im Gebet, in der Anbetung mit ihm? Religion is some kind of bondages. Wisst ihr, Religion ist eine Bindung. We must come out from the spirit of religion. Und der Geist der Religion, da müssen wir müssen heraus. To have the living relationship with the Lord. Damit wir in diese Beziehung, in diese lebendige Beziehung mit Gott hineinkommen können. Ruth has come out from her religion. Die Ruth ist raus aus Religion. When I was growing up. Nun, als ich aufwuchs. Yes, I born and brought him in a Christian family. Ich bin ja in einer christlichen Familie in Indien aufgewachsen. I thought I am a Christian. Ich dachte nun, ich bin ja Christ. Because I go to church. Weil ich gehe in Gottesdienst. I pray to God. Und ich bete zu Gott. Yes, I have the friends, those were Hindu or Muslim, they are also religious. Nun, ich hatte Freunde, die einen waren Hindus, die andere Muslim, die hatten ihre Religion. And when my father, he backslided. Und dann war es so, mein Vater ist dann abgefallen. And that was the time my religion has not helped me. Und dann merkte ich, meine Religion hilft mir jetzt nicht weiter. And then I was broken. Ich war zerbrochen. And I was looking to God. Und jetzt habe ich Ausschau gehalten nach Gott. And then there was a breakthrough in my life. Aber dann kam ich zu dem Punkt meines Durchbruchs. And this time of crisis, time of difficulty, the religion has not helped me. In der Zeit der Krise merkst du, es ist nicht Religion, die dir hilft. But the relationship with the living God. Was mir geholfen hat, war diese Beziehung, die ich dann mit Gott anfing. To help me to come out from that situation. Dann bin ich aus dieser zerbrochenen Situation herausgekommen. To give me the new hope, the new desire to move forward. Ich hatte dann Hoffnung bekommen, dann hatte ich wieder das Verlangen, auch vorwärts zu gehen. And then the Lord has helped me to reach to my destiny. Gott hat mir geholfen, dass ich dann in meine Bestimmung reinkommen konnte. Let us this morning, let us make the radical decision today. Wir wollen heute Morgen diese radikale Entscheidung treffen. To leave behind the religion and enter into the relationship with the Lord. Wir wollen Religion hinter uns lassen. Wir wollen uns für die Beziehung mit dem Herrn entscheiden. Your decision will lead you to your destiny. Denn deine Entscheidung, sie bringt dich letztendlich in deine Bestimmung Gottes hinein. Which God has prepared for you. Was Gott schon lange für dich vorbereitet hat. If you take the right decision. Aber diese Entscheidung, die musst du treffen. Let us go to the second point. Ich möchte jetzt in meinen zweiten Punkt kommen. Ruth decided to leave her land. Die Ruth hat sich entschieden, ihr Land zu verlassen. Let us read the same scripture which we have read in the beginning. Und wir wollen noch mal Vers 16 lesen, was wir anfangs gelesen haben. Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn back to from you." Wo Ruth dann sagte, bring mich nicht dazu, dass ich auch zurückgehe.
Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Denn wo du hingehst, geh auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. What did it mean for Ruth to leave her own country? Was heißt es für Ruth, dass sie ihr eigenes Land zurückließ? The land where she is born. Das Land, wo sie geboren war. Where she grown up. Wo sie aufgewachsen war. And married. Und auch geheiratet she hat. Was people. Sie war unter ihrem eigenen Volk. So her own family member, das, friends. Oh, die Familie und die Freunde waren drumherum. But now she start to decided to cut off everything from her. Und sie entscheidet sich, all das abzuschneiden. She want to cut off all the, from the old life. Sie schneidet also all das vom alten Leben ab. And she wanted to start the new beginning. Und dann will sie neu anfangen. She wanted to cut off the old root from her life. Diese alten Wurzeln ihres Lebens. All the pain and the bitterness and all the depression, all the bad experience. Der Schmerz, die Bitterkeit, all die Verletzungen und so weiter, die Depression, all das will sie abschneiden. She doesn't want to dwell in the past life. Und will in diesem vergangenen Leben nicht mehr bleiben. And the New Testament says, da sagt das Neue Testament, we are a new creation in Christ. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. All has gone. Das Alte ist vergangen. All life has gone. Ja, das alte Leben ist vergangen. A new life begins. Siehe, ein neues Leben ist begonnen. Ruth was ready to enter into the new land. Und so war Ruth bereit, in dieses neue Land hineinzugehen. Into the new town, Bethlehem. Ein neuer Staat, Bethlehem. She wanted to enter with the trust, hope, and living faith. Und sie wollte da hineingehen mit einem Vertrauen und mit einem lebendigen Glauben. Her decision was so radical. Diese Entscheidung, die war so radikal. And that she has nothing left but only the living God. Und sie hat jetzt nichts mehr in der Hand außer ihren Glauben an den lebendigen Gott. Because she started to trusting him. Weil sie anfing, ihm zu vertrauen. How is with you and me today? Wie ist das mit dir und mir heute? Are we still holding to the past? Halten wir noch immer an der Vergangenheit fest? Sometimes we hold on to the past experience, past hurt, past pain. Ja, ich weiß, wir halten so gerne an gewisse Dinge fest aus den Verletzungen und den Enttäuschungen der Vergangenheit. Past bitterness. Diese Bitterkeit, die dann Platz gemacht hat bei uns. We don't need to hold on to that past. Aber wir brauchen nicht an diese Vergangenheit festhalten. There are so many things we don't want to leave behind. We want to carry with us. Das sind Dinge, die wollen wir nicht zurücklassen. Wir tragen sie mit uns. This morning I want to encourage you. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Let leave everything behind. Lass doch diese Dinge mal da hinten. Let leave the old nature behind. Lass deine alte Natur hinter dir. Receive the new nature in Christ Jesus. Und empfange eine neue Natur in Christus Jesus. Receive the new hope in Christ Jesus. Da hast du eine neue Hoffnung in Jesus. There is a wonderful Bible scripture in Philippians chapter 3, 13 and 14. Und Philippe Kapitel 3, Vers 13 ist eine schöne Bibelstelle. And it says here, brother and sister. Wo es heißt, Brüder und Schwester. I do not consider myself yet to have taken hold of it. Ich bilde mir nicht ein. Wo heißt es? Ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben. But one thing I do. Liebe Geschwister, aber eins steht fest. But one thing I do. Eines steht fest. What is behind and is straining towards what is ahead. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. I pressed on towards the goal to win the prize. Und so gehe ich weiter, um diesen Preis zu gewinnen. For which God has called me heavenwards in Christ. Zu dem Jesus. Gott mich berufen hat, himmelwärts. Halleluja. Halleluja. We don't need to hold on to our past.
us, my brother and wir sister. Müssen nicht mehr an unsere Vergangenheit festhalten. We need to forget all the pain. Wir können vergessen auch den Schmerz we zurücklassen. Need to forget all the bitterness. Lass uns vergessen auch diese Bitterkeit, die wir hatten. Because Jesus has taken on the cross of Calvary. Weil Jesus das alles am Kreuz getragen we hat. Don't need to carry on this burden. Dann lasst uns doch diese Lasten nicht mehr rumschleppen. If we will carry on our past, we can't reach to our destiny. Wenn wir diese Vergangenheit mitschleifen, du wirst nie an deiner Bestimmung ankommen. Isaiah 43, verse 18 and 19. Wonderful scripture is here. Hier lesen wir auch ganz wunderbare Schriftstelle in Jesaja 43, 18 und 19. It says here, forget the former things. Was heißt, denk nicht an das, was früher war. Do not dwell on the past. Achte nicht auf das Vergangene. I am doing a new thing. Seht, ich wirke Neues. Now it is spring up. Und es wächst schon auf. Do not perceive it. Merkt ihr es nicht? Halleluja. Halleluja. Our God is a God who loves to do the new thing. Und es ist Gott, der es liebt, etwas Neues zu tun. He want to do the new thing among us. Und er möchte Neues tun auch unter uns. He want to do the new thing in our church. Er möchte Neues tun in unserer Gemeinde. He want to do the new thing in our family. Er möchte Neues tun in deiner Familie. We don't need to dwell in our past. So lasst uns nicht in der Vergangenheit sitzen bleiben. Let us move forward. Sondern vorwärts gehen. As the Ruth decided to move forward. So wie Ruth sich entschieden hat, nach vorne zu gehen. And I want to encourage you, my brother und dann and sister. Möchte ich euch dazu ermutigen. Let us move forward. Dass wir vorwärts gehen. Very soon we're going to finish the tour 2020. Nun, das Jahr 2020, das wird ganz schnell fertig sein. And we're going to move to the 2021. Und es geht in ein neues Jahr 2021. Let us by faith step out for the new thing. Lasst uns im Glauben nach vorne gehen für das Neue. We need to go move. We need to all to move forward. Und alle miteinander wollen wir diesen Schritt machen. Hallelujah. Halleluja. Ruth, she decided to move forward. So entschied sich die Ruth. Vorwärts. Her life as example for our new life in Christ Jesus. Und ihr Leben ist für uns auch ein Beispiel für unser neues Leben in Christus. When we come to Christ, we have the new family of God. Wenn du zu Christus kommst, du wirst ja eine neue Familie haben, die Familie Gottes. This is the new community to share same faith. Eine Gesellschaft von Menschen, die den gleichen Glauben haben. The Bible says the family is the church, the body of Christ. Und diese neue Familie, das ist die Gemeinde, so heißt es in der Bibel. Es ist der Leib Jesu. It is so important we need to leave the old, the worldly thing, the worldly friends. Und deshalb müssen wir diesen Schritt machen. Ja, wir müssen da auch alte Freunde, mit denen wir vorher zu tun hatten, mal zurücklassen. We engage with the sinful practice. Besonders Menschen, mit denen wir zusammen in dem sündhaften Leben gelebt haben. There is a great need to make a clear cut. Und deshalb ist es wichtig, dass du eine ganz klare Entscheidung, einen klaren Schnitt machst in deinem Leben. You can't compromise. You live with the world and some one feet with the church. Nein, wir können da keine Kompromisse machen, dass du mit einem Fuß dann noch in der Welt bist, mit einem anderen Fuß dann in der Gemeinde Jesu. This is the society. It is the normal. Oh, du sagst, das ist doch Gesellschaft. Das gehört doch dazu. No, what does the Bible says? Na, wir wollen schauen, was sagt die Bibel? What is our moral standard according to the word of God? Was ist der moralische Standard des Wortes Gottes? We don't need to think about what the media says and what the other people say. Da ist es in erster Linie nicht, da geht es nicht darum, was sagt die Medien, was sagen die Nachrichten, was sagen Menschen. But what the word of God says. Sondern das Wort Gottes, das Halleluja. Zählt. Halleluja. It's not easy to leave your own country on your own land. Es ist nicht einfach, sein eigenes Land zu verlassen. But Ruth decided for her destiny. That was the right decision she has made. Aber Ruth hat eine Entscheidung getroffen und sie wusste, es geht um mein Los, es geht um meine Bestimmung meines Lebens.
I remember when I was in a Bible college. Als ich in die Bibelschule ging. When we were praying and the Lord said, Lord, where you want us to be in the mission. Und wir fingen an zu beten, Herr, wo möchtest du, dass wir dann in die Mission gehen? My heart was drawn to my hometown, my people, my friends. Und mein Herr sagte mir, ja, ich werde zurückgehen in meine Heimatstadt, da habe ich ja Freunde, Bekannte. It's so easy for me to work there. Und dort werde ich das Werk des Herrn tun. But the Lord says no. Und der Herr sagte, nein. You need to go to the North India, to Agra. Du wirst nach Nordindien gehen, in deine Stadt Agra. The land which I never been there. Das ist eine Landschaft, ich war noch nie dort gewesen. I didn't have any idea. Hatte keine Idee. Only I also hear all the negative story about this city. Aber von diesem Bundesland und dieser Stadt hatte ich tatsächlich wirklich nur negative Nachrichten gehört. But I said, okay, Lord, let your will be done. Aber ich sagte, Herr, okay, dein Wille geschehe. It was not easy for me to leave all my friends and my family. Nein, das war nicht einfach für mich, meine ganze Familie, meine Freunde, alle zu verlassen. I had to leave 1,500 kilometer away. 1,500 Kilometer sollte ich wegziehen. When we leave our land, our own people, the past. Wenn wir ja diese Leute verlassen, unsere Vergangenheit, God reward us. Dann wird Gott uns aber belohnen. I'm thankful to God for the decision which I have taken. Und ich danke dem Herrn für diese Entscheidung, die ich dann getroffen habe. So we can able to build the church over there. Wir konnten dann dort eine Gemeinde bauen. Many people, they come to the Lord. Viele, viele Menschen sind zum Herrn gekommen. That is a great joy to see. Das war diese große Freude, die wir sehen durften, dass wir das Reich Gottes dort bauen konnten. Of course, you know, after five years before, it was we have to leave again India and to come to Germany. Und ihr wisst, vor fünf Jahren war der Tag gekommen, wo wir Indien verlassen sollten. Und hierher. I'm telling you, 6 months I was crying. Und ich sage euch ganz ehrlich, 6 Monate hier, ich war immer wieder am Weinen. And then I used to say to Ralph, come, let's go back to India. Wie oft habe ich dem Ralph gesagt, komm, lass uns doch wieder zurück nach Indien. We have so many things to do there, to work there. Da gibt's noch vieles zu tun, viel Arbeit. But the Lord says, no, your destiny is here. Und dann sagte er aber, der Herr, hier ist deine Bestimmung. I said again, yes, Lord. Let your will be done. Und wiederum sagte ich, Herr, okay, möge dein Wille geschehen. We know you are leading us to our destiny. Wir you wissen, dass du uns hinbringst zu der Bestimmung. Today, und so fragen wir uns heute, what is the right decision? How can we take our right decision? Aber was ist denn die richtige Entscheidung und wie kann ich die richtige Entscheidung treffen? So I should not make a wrong decision. Ich möchte ja keine falsche Entscheidung treffen. I just want to quickly tell you. Und ich möchte euch hier ganz schnell ein paar Punkte sagen. That is the first thing is to know the right decision through the word of God. Und das erste ist, wir können eine richtige Entscheidung treffen, wenn wir das Wort Gottes kennen. Meditate the word of God will guide you and take you to the right path. Wenn wir wenn wir meditieren, das ist wichtig, dass wir das Wort meditieren, um den richtigen Pfad zu finden. Psalm 32, verse 8 says, und er sagt, Psalm 32, Vers 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. I will counsel you with my loving eyes on you. Ich will dich beraten und mein Auge wird ruhen auf dir. God is ready to instruct us and teach us to the right path. Gott selbst sagt, ich will dich belehren und er wird uns dann auch auf den richtigen Weg bringen. If you trust me, if you meditate on my word, take my word. Wenn wir also ihm vertrauen, dann vertrauen wir und nehmen sein Wort. Psalm 86, verse 11 says, Psalm 86, Vers 11, teach me your way, O Lord, lehre mich, Jahwe, deinen Weg, that I may rely on your faithfulness. Ich will leben in deiner Wahrheit. Give me undivided heart, gib mir nur dieses eine Verlangen, that I may fear your name. Dich und deinen Namen zu fürchten. Let us ready to be teach by the word of God. Wir wollen bereit sein, wir wollen uns belehren lassen vom Wort Gottes. Because the word of God will lead us to the right decision. Denn das Wort Gottes führt uns dann auch zur richtigen Entscheidung. The second thing is godly counseling.
Das zweite ist Seelsorge oder Beratung. Es ist gut, wenn du eine Entscheidung treffen willst, ja, dass du auch zu deinem geistigen Leiter hingehst. Oder Menschen, die gottesfürchtig sind, Menschen, die den Weg schon vor uns gegangen sind. Who have experience in their walk with the Lord. Menschen, die Erfahrungen haben im Wandel mit Gott. It's good to consult them. Und es ist gut, wenn man sich da beraten lässt. And it is good to have the godly advice, not your own, what I feel it is good, but to have the godly advice. Wir brauchen einen Rat, der ein gottesfürchtiger Rat ist. That will help you to come up with the right decision. Und dann kannst du viel, viel schneller die richtige Entscheidung treffen. And the third thing is the inner voice. Und der dritte Punkt ist für deine richtige Entscheidung ist deine innere Stimme. John 10 verse 27 that we're not going to read, but says here, my sheep hear my voice. Da sagt Jesus in Johannes 10 verse 27, meine Schafe hören meine Stimme. The Holy Spirit can speak to us from our inner. Der Heilige Geist, ja, er spricht tatsächlich durch unsere Inneres. We often call it inner voice. Wir nennen das gerne innere Stimme. It is very special. It is very dear for as a believer. Und das sollte uns als Gläubige auch sehr, sehr wertvoll sein. God, as the word of God said, God is with us. Es heißt, Gott ist mit uns. That means his spirit is in us. Und wie? Durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Let us learn to attentive to his Und jetzt voice. Wollen wir es lernen, dass wir diese Stimme auch hören. And you will find the right guidance. Und dann wirst du diese Richtung, diese Richtungsweisung bekommen von ihm. And then you can have your successful decision. Und dann kommst du auch zu einer richtig erfolgreichen Entscheidung. These other steps will help us to make the right decision, which lead us to the destiny. Und das sind diese drei Punkte, die dich zu einer guten Entscheidung führen können. At the end, root decision lead her to the place where God has planned and prepared for her. Und am Ende ist Ruth genau an diese Bestimmung angekommen durch ihre richtigen Entscheidungen, was Gott für sie geplant hatte. The story ended with the wonderful things. Und diese Geschichte, die endet dann mit wie sagt man? Happy End. And she met the Boaz and married him. Und das heißt dann, sie trifft ja dann diesen Boaz und den sie ja dann auch heiratet. God brought at the right time to Boaz as a kingsman redeemer und for Ruth. Und dieser Boaz, er war dann dieser, wie sagt man in Deutsch, der Erlöser, ja, für sie und für die Familie. This is the beautiful picture to help us to understand gospel of our Savior. Und dann ist dieses ein ganz wunderbares Bild eigentlich auch von dem Evangelium von unserem Erlöser Jesus Christus. Ruth is the picture of the believer. Wo Ruth ein Bild ist für uns als Gläubige. As a body of Christ. Und für den ganzen Leib Jesu. And Boaz is the picture of Jesus, our Redeemer. Und Boaz, er ist ein Bild für ihn, für Jesus, der Erlöser. Because the root decision to choose the faith. Und die Ruth, sie entscheidet sich für den Glauben. And to the people of God. Und für das Volk Gottes. And she ended up to marrying the great man, und Boaz. Dann wird sie zur Braut diesen großen und wunderbaren Erlösers. Und für sie den Boaz. The church is the bride of Christ. Und auch die Gemeinde, sie ist ja die Braut Jesu. And this is the time for us to prepare ourselves. Und das ist die Zeit, wo wir uns zubereiten. And the time will come, we're going to meet our Redeemer in heaven, and we're going und die to get Zeit, married. Die Zeit kommt bald, um ihn anzutreffen, Jesus, unser Erlöser, und dann, wie er uns heimholt. At the end, in this way, God allowed Ruth to become a part of lineage of King David. Und was interessant ist mit Ruth, sie ist ja dann aufgenommen. Sie wird ein Teil der Segenslinie bzw. Stammbaumes vom König David. Which Ruth chapter 4 verse 13 says. Und im Ruth Kapitel 4 Vers 13 lesen wir das dann noch. Yeah, you can read that.
So nahm Boas Ruth zur Frau, er schlief mit ihr, und Jahwe ließ sie schwanger werden als einen Sohn, als sie einen Sohn zur Welt brachte. Das war dann der Obed. Yeah, what a wonderful story is eine wunderbare Geschichte. When Ruth decided to serve God, und Ruth entschied sich, Gott zu dienen. All things become new. Und dann werden alle Dinge für sie neu. She received the new direction. Und sie bekommt diese neue Direktion. She received the new desire. Dieses neues Verlangen. New devotion. Eine neue Hingabe. A new dedication. Und eine neue Hingabe. Let us decide the right choice. Und wir auch wollen heute diese richtige und gute Entscheidung treffen. God has for you also many new things. Die Gott für dich hat neue Dinge, die vor dir liegen. This morning, let us leave the all the negative and hurting past behind. Es ist Zeit, heute Morgen Dinge hinten liegen zu lassen, Dinge deiner Vergangenheit. Because God has prepared the destiny of hope and blessing. Gott hat eine Bestimmung für dich. Es ist Hoffnung, es ist Leben. And I want to talk to those people, those they have never accepted Jesus Christ as a personal savior. Und ich möchte auch zu dir sprechen, wenn du noch nie Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser angenommen hast. Today is the day of salvation. Denn heute ist ein Tag der Rettung. Decide for Christ. Und du kannst heute dein Leben für Jesus entscheiden. You can give your life to Jesus. Und kannst dein Leben Jesus übergeben. So you can have the eternal life. Dass du ewiges Leben haben kannst. Halleluja. Halleluja. Let us not hold on to our past. Wir wollen also nicht mehr an der Vergangenheit festhalten. But to live and move forward for the new thing. Wir wollen vorwärts gehen und das Neue, was Gott für dich hat, annehmen. Ask the Lord to help you for the right decision in your life. Bitte den Herrn, dass du richtige Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst. Pray that God will give you the wisdom for the right choice. Even it is difficult to make, but you can make the right choice. Bitte, dass der Herr dir die Weisheit gibst, ja, die Weisheit, richtige Entscheidung, auch wenn sie schwer scheinen, richtig schwer, trotzdem mit Weisheit. Ruth has decided. She had taken decision. It was not a happy clappy time for her. Nun, als Ruth ihre Entscheidung getroffen hat, das war keine Zeit, wo so eine happy clappy, wo alles richtig toll war. But it was a very difficult time, but she has chosen the right decision. Es war eine ganz schwierige Zeit, aber da hat sie diese richtige Entscheidung getroffen. Before I will go to in prayer, bevor ich ins Gebet gehen möchte mit euch, I just want to give you some prophetic word. Möchte ich noch ein paar prophetische Worte weitergeben. There is one person. Hier ist eine Person. I see in my spirit. Die ich im Geiste sehe. The Lord is taking out the old garment. Und der Herr zieht deine alten Kleider aus. And putting the new garment over the und person. Er zieht neue Kleider dir an. And I want to encourage you with this word. Und ich möchte dich mit diesem Wort ermutigen. Ready to take out your old garment. Lass es zu, dass diese alten Kleider aus deinem Leben abgenommen werden. Dass diese Schmerzen deiner Vergangenheit abgelegt werden. And ready to put on the new garment, garment of hope, garment of right decision. Und dann akzeptiere diese neuen Kleider, die der Herr dir anlegt. Das sind Kleider der Hoffnung. There is one woman. There is one mother. Sieh, da ist eine Mutter. And she is so much broken. Und du bist sehr gebrochen. And because you see, your son has gone far away from. Und du siehst. Yeah, in the world. Und du siehst deinen Sohn, wie er so in die Welt gegangen ist. And you think there is no way he can come back. Und du denkst, es gibt keinen Weg, wie er zurückkommen kann. Because you see from your physical eyes. Aber du siehst es mit deinen physischen Augen. Und der Herr möchte jetzt zu dir sprechen. Have faith in me. Hab Glauben an mich. Keep on praying. Don't give up. Bleib dran am Gebet. Gib nicht auf. Start to see from the spiritual eyes. Und du darfst jetzt mit geistlichen Augen sehen, God is already start to working in his life. Dass Gott jetzt schon an seinem Leben arbeitet. He's going to bring him back. Und er wird ihn zurückbringen. Have trust in the Lord. Vertraue mir. Let us pray together.
Lasst uns miteinander beten. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesus. Thank you for your living word. Danke für dein lebendiges Wort. Yes, Lord, we want to be a people like Ruth. Ja, Herr, wir wollen solche Menschen wie Ruth sein. Even the time of difficulty, even the time of crisis. Ja, in meiner Zeit der Schwierigkeiten und Krise. But we want to make a right decision. Will ich richtige Entscheidungen treffen. We know, Lord, the decision will lead us to the, our destiny. Und wir wissen, Herr, dass diese richtige Entscheidung uns zu dieser und zu unserer Bestimmung Father, bringen wird. Father, I pray for those people, those are accepting you as a personal savior. They are making the right decision today. Und ich bete jetzt für alle die, die jetzt heute die Entscheidung treffen, Jesus Christus in ihr Leben aufzunehmen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Father, thank you for the voice which we have heard. Und danke, Herr, für diese Stimme, die wir von dir gehört haben heute. Lord, there are many people who are standing on the crossroad. Da gibt es viele Menschen, die jetzt an der Kreuzung stehen. They are not able to make their decision. Und du findest es schwierig, deine Entscheidung zu treffen. Lord, lead them to the right decision. Und wir beten, dass der Herr dich zur richtigen Entscheidung führt. The decision which is selfless. Die Entscheidung, die selbstlos ist. According to the will of God. Aber nach dem Willen Gottes ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.